Yo, Peace and Justice gesagt, meine Figure-Features, Freunde des Spielzeugs, der Actionfiguren, des guten Bieres und so weiter und so fort. Hier bei DS Design Midnight Figure-Features Star Wars Review Folge 366. Ja, es sind wieder, oder immer noch, ne, immer noch Püppchen wieder, aber ihr wisst, zwischendurch wird auch mal gesquetscht an den Tellern aus Stahl und so weiter, Graffiti, ne. Heute aber, wie gesagt, ein Püppchen mal wieder. Obwohl, sind eh mal zwei Stück in der Woche, glaube ich, oder so, ne. Auch nochmal, ich hoffe, ihr habt die Feiertage gut überstanden, ne, sitzt die Krise gut aus und habt euch trotz allem vom Osterhasen reichlich beschenken lassen, obwohl feiert eh nicht jeder Ostern und so, auch Tinef. Ja, ich wollte ein Special machen, habe ich auch nicht gemacht. Ich male jetzt die Tage noch irgendwie mal hier so ein Death Star Droid an. Das wollte ich zu Ostern machen, draußen was verstecken und so, war ich einfach zu faul zu. Das ist, wie es ist, ne? So, wir haben hier die Vintage Collection 87. Das sieht gut aus, ne? Unpunched, Aufkleber drauf. Und das ist der Luke Skywalker aus der Lightsaber Construction Szene. Waren ja früher, was heißt früher? Irgendwann tauchten die mal auf, ne? Als Deleted Scenes. Und dann kamen sie auf Blu-ray raus. Die Version habe ich bis heute immer noch nicht gesehen. Ich muss mir die mal besorgen, fällt mir gerade mal ein. Gerade wegen Sandsturm, da hatten wir ja letztens bei der Leia und so, den Lando zeige ich auch nochmal demnächst mal explizit. Und ja, da gibt es halt die Szene in der Höhle, wo er sozusagen sein Lichtschwert zusammenbaut mit der Macht, ne, das zusammenfügt und dann in R2-D2 einführt, das Schwein das. Und es läuft ja alles wie geplant, ne, eigentlich, weil er ist da ja was am Plan dran gewesen sein hat und so weiter. Und ja, ich habe jetzt auch überlegt, weil der unpunched ist, ne, ich habe den auch nur einmal, sehe ich gerade hier unten, ist aber irgendwas schon so komisch. Und ja, 2012, auch schon 8 Jahre alter Dinge, ne. Ich finde den gar nicht so schlecht und deswegen möchte ich den eigentlich auspacken. We're doomed. Ja, und weil der so schön ist, machen wir das jetzt einfach auch. Ja, jetzt werden wahrscheinlich auch einige, oh mein Gott, ich weiß auch jetzt gar nicht, ob der viel wert ist oder so. Ich meine, die Karte, die ist super in Schuss. Ne, die ist also hier nirgendwo. Die hat auch nicht eine Macke. Ich glaube, das ist meine beste Karte. Von der Vintage Collection. Nein, Quatsch. Man weiß es nicht. So, wie klappe ich ihn jetzt auf? So oder so? Heute mache ich mal von der Seite. Ja, ja, ratze, ratze, ratze. Ja, jetzt habe ich zu hoch geschnitten. Ich bin so blöd, ey. Ich habe auch noch ein anderes Skalpell. Warum habe ich das nicht genommen? Ja, jetzt ist es eh passiert. Was sollen wir machen? Ja, hier unten ist immer schwer, ne? Dieser Fuß hier unten. Das nervt mich ganz schön. Da jetzt geht die Klinge rein, ey. Ich werd wahnsinnig hin. Was ist denn hier los, Leute? Also ganz schön widerspenstig hier, der Meister Luke. So, das sollte reichen zum Aufklappen, ne? Ihr könnt doch noch einmal gucken. Und jetzt hinaus mit ihm in die Freiheit. Gut, dass das Werbeding, ja, jetzt ist es raus, macht nichts. So, nochmal schön die Karte. Oh nein, er ist eins mit der Macht geworden. Ach, ich habe gar nicht vorher abgefilmt, ne? Hier sind irgendwelche komischen Spuren drin. Ich weiß auch nicht, aber sieht schön aus, ne? So, dann haben wir einmal hier, ne, auf dem Bubble. Man sieht sein Lichtschwert plus zwei Teile des anderen Lichtschwertes. Ich bin gespannt, ob wir die gleich zusammenstecken können. Und er hat einen schönen Mantel, finde ich. Dieser Jedi Knight, ne? Das ist auch nicht schlecht. Vor allen Dingen ist es ja auch noch vor der Szene, bevor er auf Jabba's Barke bzw. auf das Skiff in der Hand geschossen wird und er dann den Handschuh erst anzieht. Ne? Also das haben sie schon passend gemacht, muss ich ja sagen. Na denn, Prost. Weißt du, da steht man dann mal auf, um zu gucken, ob die Kamera läuft. Jetzt läuft es auf einmal komischerweise. Das ist auch immer ein Unikum seinesgleichen. Ne? Guck mal hier, Luke's Lightsaber. Ja, der ist schon schön, der Griff. Da, Greed-Klinge.
das ist ein gutes Schwert. Das hat er sich ja selbst konstruiert, ne? Nachdem das andere ja verloren gegangen ist von seinem Vater, weil sein Vater ihm das ja mit seiner Hand außer Hand abgeschlagen hat und so weiter. Ja, die sind natürlich jetzt hier, die beiden Teile sind natürlich hier auch schön verklebt. Sollte man wahrscheinlich auch nicht machen. Nochmal 100 Euro weniger. Boah, jetzt wär's fast weg gewesen. So, dann haben wir einmal das lose Schwert hier. Den Griff. Jetzt gucken wir mal. Der sieht ein bisschen dünner aus und ist auch ein kleines Stückchen kleiner als das, was er hier mit der Klinge hat. Da kann man die Klinge auch gar nicht abnehmen. Auch merkwürdig, sonst konnte man die mal abnehmen. Und dann haben wir natürlich hier noch, was mag das sein? Ist das ein Werkzeugteil? Komm raus hier. Ja, dieses feine Stück. Aber das soll dann wohl ein Werkzeug sein, ne? Weil in das Lichtschwert selber können wir ja nichts reinziehen hier. Huch, das ist aber auch ein Mini-Zeug. Das geht wieder schnell verloren. Wie das Comtalk, dieses Funkgerät, was ich bei meinem zweiten Lando oder Sandstorm-Dings nicht habe. Ja gut, dann haben wir wenigstens das Werkzeug dabei. Ich lege das mal zur Seite, damit das nicht wegkommt, ne? So. Dann befreien wir mal den Meister Luke. Ach, guck mal hier. Das sehe ich hier unten, habe ich noch gar nicht gesehen. Da ist noch so ein Gürtel drin. Ja, das ist ja fein. Da kann er dann sein ganzes Werkzeug reinpacken, wa? Ja, komm, den müssen wir ja auch noch befreien hier, wa? Release the belt. Ja, fett, Alter. Guck mal hier mit Taschen. Ach, komm, ich setze mir den mal so auf den Finger. Aber ich zeige euch ja eh jetzt wieder von da. Das, was mich hier natürlich wundert, hier kann man aber auch nichts. Ja, hat da einfach nur den Gürtel um. Toll. Was soll das? Ich dachte, da könnte da wenigstens ein Lichtschwert dran machen oder so. Ne? Der hat zwar hier einen Verschluss. Der ist aber wahrscheinlich auch nur da, um den, damit man den anziehen kann. Ja, gut. Der Noppen ist ein bisschen dicker, aber wer weiß, ob das alles so gut ist. Ja, schön, ja, schönen Mantel hat da hier der Luke. Hier, eine große Big Kapuze. Da ist er natürlich dann richtig drin verschwunden halt, ne? So. Ja, da sieht er eh von hinten jetzt so, guck mal, da sieht er eher aus, als wenn hier Obi-Wan halt, ne? Auf Tatooine den Quaid-Schrei macht, den Quaid-Drachenschrei. Ganz schön dünne Beinchen hat er auch. Aber wir gucken uns das jetzt alles mal aus der Nähe an. Weißt du, dann, damit wir hier auch perfekt am Cut sind halt und so weiter, ne? Würde ich mal sagen. So, Gürtel, an den Gürtel gucken wir eh an. Wir gehen jetzt mal auf alle Details hier. Komm hier. Den Jedi Master. Zack, zack. Also der Mantel ist halt echt schön, ne? Der kommt echt, also wie gesagt, finde ich hier echt Obi-Wan-like. Weil der auch schön länger mal ist halt. Also richtig cooler Jedi. Die richtig geile Jedi-Robe halt, ne? Die Kapuze natürlich auch cool. Die Katze eben so tief. Boah, dark. Ja gut, wir kommen mal zum Gesicht jetzt von Luke, ne? Ich krieg den auch nie wieder in eine Packung. Wie war der denn noch? Da hat er die Kapuze abgehabt, ne? So, jetzt ziehen wir mal eben das Mäntelchen aus. Können wir uns den auch mal richtig angucken. Ne? Oh, er hat hier ganz schön was. Wieso hat der denn hier so Staub oder Schimmelsporen? Das ist ja krass. Das ist das Virus. Ich habe den Ursprung des Virus gefunden. Verdammt. So, hier haben wir. Nochmal, ne? Zum Nachnähen. Also, wie gesagt, das ist schon geil, diese kleinen Dinger. Da gibt es ja, wie gesagt, da gibt es bestimmt die ein oder anderen Muster halt im Netz halt und so weiter. Und, aber der Stoff, der ist halt auch cool, ne? Das Gewebte ganz geil. Das ist leicht glänzende halt so. Oder glitzernde halt, ne? Hier ist auch schon irgendwas drauf. Ja, könnte natürlich auch ein bisschen ausfransen, dass er dann, ne? Links, aber der ist schon geil. Und dann für Obi-Wan, wenn er dann zusammenfällt und Vader tritt drauf. So, wir sind ja bei Luke. Sorry. So, komm, wir gucken uns mal erst das Gesicht an. Na, komm, ich geh mal ein bisschen höher hier. So. Was hat der denn? Hat der ein Kugelloch? Ist auf einer Kugel. Also das finde ich schon gar nicht schlecht. Ich meine, das sind ja nicht die mit diesen Faceprints, die es jetzt gibt.
Also der sieht ja um Längen besser aus als der Luke Skywalker X-Wing-Pilot, den sie jetzt in Masse noch überall haben. Also finde ich echt gut. Und hier mit seinem Scheitel halt, ne? Haarstruktur, hammergeil. Wenn du hier auch schon siehst, guck mal hier noch so von seinem Jedi-Outfit und den ganzen Faltenwurf und die Schraffur hier drauf. Auch hammerschön halt. Das ist schon fein, ne? Hier hat er nämlich noch diesen Überwurf dann halt. Da achtet man sonst auch nicht so drauf. Das ist bei den anderen Figuren auch halt nie so, ne? Wäre natürlich geil mit einer schwarzen Hand dann. Aber komm, wir gucken erstmal hier Kugelgelenk. Ja gut, das ist Vintage Collection, ne? Die sollten vernünftig sein. Also in der Arme haben wir schon mal Kugelgelenk. Guck mal, hier Hüfte kann er sich auch noch drehen. Yippie. Dann, ja, Ellbogen. Komplett auch drehbar. Ja, kannst du anwinkeln. Guck mal, jetzt die Hand. Warte, wir gucken natürlich bei dem hier auch noch. Wo der natürlich hier ein bisschen dick aussieht, finde ich so, der Ellbogen dann hier dazu, ne? Aber das ist immer schwer. Und die Handgelenke, die sehen natürlich auch ja, bescheiden aus, finde ich halt. Die sehen natürlich ganz schön klumpig aus, als hätte ihm da Meister Yoda die ganze Zeit mit dem Knüppel beim Training draufgehauen. Aber du kannst halt, guck mal her, du kannst die Hände halt jetzt auch schön, sind das Kugeldinger? Ja, du kannst sie drehen. Ja, du kannst sie halt schon in komische Formen bringen, ne? Guck mal hier. Sieht zwar ein bisschen tuckig aus, aber macht ja nichts, wenn das mag. So. Ja, kannst aber auf jeden Fall schöne Kampfposen, oder er könnte jetzt hier auch lalala, die Violinen zum Imperial Marsch spielen. Ich weiß es nicht. Ja, komm. Ist gut, aber wie gesagt, das finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und mal gucken mal, wie er das Schwert in der Hand kriegt. Der Daumen hier, ne? Ach, guck mal, der Daumen, der geht so runter. Ja, gut, mit reinschieben wird. Ja, doch, vielleicht so von unten. Jetzt ist die Hand eh kaputt. Aber ich glaube, so ist am einfachsten, ja. Das ist am einfachsten dann halt, ne, dass er das Schwert nehmen kann. Das ist schon mal ganz, ganz geil so. Ja. Nice, funktioniert. Andere Hand ist jetzt egal. Doch, komm. Was ist das hier? Da könnte er dann halt das Werkzeug ein bisschen in der Hand nehmen. Dann kann er hier rumschrauben. Hier das offene Lichtschwert, ne? Aber vielleicht nimmt er das Werkzeug ja auch in die, ja, in die rechte Hand und links hält er sozusagen hier das geöffnete Lichtschwert und bastelt dann hier so rum. Aber ist ja eigentlich Quatsch, er hat es ja eh mit der Macht gemacht, oder? Weiß ich nicht, so, Bewegungspunkte hier weiter. Ich komme schon wieder hier voll aus dem Konzept raus. Wir waren an der Hüfte hier, ne? Guck mal, schön auch noch, dass er hier nochmal diesen, was ist das, ein Unterrock dann halt oder so, ne, zu seinem Jedi-Outfit, dass das auch nochmal aus Stoff ist und ganz schön elastisch. Ich will es jetzt gar nicht wegziehen, nicht, dass das, ja, ach, guck mal hier, das ist nämlich ein bisschen Gummi. Das ist ja auch schön. Ich will das jetzt nicht so hochbiegen, sonst bleibt das so, ne? Aber das ist nice, gut. Beine hat er hier auch. Aber guck mal hier, hier ist irgend so ein, wie geht das? Die Packung war doch zu, hier ist aber Sif dran. Der Sif ist da dran. Ja, die kann er so, was ist das, ein Kugelgelenk dann? Ja, klar, Kugelgelenk, guck mal hier. Der kann hier richtig abgehen. Hier, Jean-Claude Van Damme mäßig. Dann macht er euch alle platt. Zack, zack hier. Ist so geil. Ja, aber das ist doch schön. Also er hat richtig, ach, hier haben wir auch noch gleich die Bestempelung hier drin. Die Nummer. Vielleicht auch richtig rummachen, so. Mit dem anderen Bein gucken, haben wir da noch was? Ja doch, hier ist natürlich auch noch das typische Made in China und hast du nicht gesehen. Hoch. Jetzt habe ich ihm komplett die Beine verdreht. Ey, das kann auch nicht sein. So, dann haben wir Kniegelenke. Ja, auch Kugelgelenke. Schön. Und da hat man, die fühlen sich auch gut an. Weil bei manchen, wenn das so fest ist, da hast du ja die Angst, dass die, dann denkst du, die brechen ab oder so, ne? Und guck mal, das ist auch nur eins. Bei den anderen, wenn die so doppelt sind, dann haben die hinterher so dicke Kniescheiben. Das finde ich auch nicht so schön. Das aber jetzt auch schon öfters mal gehabt, auch bei Vintage Collection halt. Ne? Was ist denn jetzt hier mit dem Bein überhaupt? Ich habe das Bein komplett verdreht hier. Warte mal, was ist hier? So und so, ne? So, Knie hatten wir. Ja, und dann Unterschenkel nichts weiter, außer hier Fußgelenke. Oh, die sind aber bedingt. Die kannst du hier drehen. Man sieht hier zwar diese Scheibe. Aber jetzt dreht dann ist gleich der Fuß ab, Alter. Jetzt hat er seine Hand, weißt du, seine neue Hand, aber... Ich überlege gerade, ist hier extra auch ein bisschen Dreck an den Füßen gemacht? Schaut mal.
Oder ist das, weil er so lange in der Packung war und da er schon einen weg hatte? Ja, Special Weathering Aging oder so. Keine Ahnung. Aber komm, wir gucken ohne Mantel, schauen wir uns jetzt auch nochmal eben an. Und dann setze ich ihm nochmal den Gürtel auf. Das wäre auch nicht verkehrt, ne? Wollen wir mal hoffen, dass der Herr jetzt auch nicht umkippt. Ja, gut, mit verschränkten Armen ist natürlich jetzt auch blöd. Weil dann sehen wir ja nichts, ne? Obwohl das gar nicht schlecht aussieht. Also, das ist schon ein cooler Look. Ja, gut, dass ich ihn ausgepackt habe. Ja, beim Rancor war ja einer bei. Ich wollte gerade sagen, cool, dann kann ich ihn zum Rancor stellen. Aber ist auch Tinef. So, komm, wir gucken nochmal eben aus der Nähe an hier. So, einmal zack, zack hier. Und turn around, please. Ja, warte mal. Ja, komm, jetzt einmal hier nochmal. Einmal rumlucken um den Look. Ja, der ist super. Der ist echt geil. Dann machen wir jetzt mal hier den Gürteltest, ne? Ja, das war, wie gesagt, das ist ja echt strange, das. Ja, gleich ist er kaputt, wa? Einmal habe ich ihn aufgekriegt und dann nie wieder. Das ist halt echt blöde, dass da noch nicht mal ein Löchskin ist oder so, um wenigstens... Der ist aber auch sehr eng gehalten hier, Leute. Ja, ich versuche jetzt hier mal zu gucken und dass ihr das mitsehen. Den kriegst du doch gar nicht um die Hüfte. Jetzt mal ohne Shit hier. Oh, da geht der aber schnell kaputt. Jetzt guck mal, wie stramm und wie schräg dann hier die Tasche aussieht. Ne, der geht gleich wieder auf. Ich weiß ja nicht, ob man das hinten machen soll, aber... Ja, soll der denn so hoch? Ja, ich habe die Szenen ja nicht gesehen. Ich toll. Ja gut, so geht's. Na, hier ist der schmalste Punkt. Ja, er ist schon strange. Also ganz ehrlich. Das geht natürlich schnell kaputt. Das wäre schade. Komm, jetzt ziehen wir nochmal den Mantel an hier. Und hin und her. Ich muss gleich eh wieder alles auspacken fürs Schlussbild. Ich könnte ihn auch so lassen, aber machen wir nicht. So, Kapuze mal runter. Guck mal, ey, der tritt die ganze Zeit auf seinen Mantel hier, ey. Das ist auch hart, ne? Nein, du wirst mich jetzt zu Jabba bringen. Geil. Ich werde sie jetzt zu Jabba bringen. Komm, dann machen wir nochmal den Saber hier rein. So. Aber den hat er... Ja, den kann er ja gar nicht in Jabbas Palast mitgehabt haben. Nein, den hat er ja R2 gegeben. Schön ist natürlich auch, man könnte... Du ist geil. Man könnte den Saber jetzt auch in... ein R2-D2 tun hier, Lightsaber-Dingsbumster, wie heißt das jetzt? Ich komme wieder nicht drauf. Dann könnte man den Original da reinstecken halt, aber nee, das ist ja der offene. Auch blöd, ne? Was auch immer. Komm, ich packe jetzt den Gürtel wieder ab. Und dann gehen wir nochmal ans Schlussbild. Schön, dass er jetzt überhaupt nicht in der Mitte steht, macht aber auch nichts. Ich baue den jetzt eh nochmal wieder alles ab halt, ne? Bis zum Großbild. Oder wie heißt das? Hier zum Verabschiedung hin und her. So, hier haben wir, ne? Luke Skywalker Vintage Collection 87 mit Gürtel, Lichtschwertgriff zum Zusammenbauen und Werkzeug und Lichtschwert und so weiter. Ja, geil, schön, dass ich ihn ausgepackt habe, aber ich hätte ihn auch gerne jetzt noch eingepackt auf Karte. Ja, vorbei ist es. Was willst du machen, ne? In diesem Sinne sage ich, lasst eure Püppchen eingepackt, seid gut zu den Püppchen. Und ich laber mir schon wieder ein zurecht. Egal, ab in der Sonne, raus. Ja, genießt die Freiheit. Peace and Justice gesagt. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zugucken. Wenn es auch demnächst wieder heißt, Peace and Justice gesagt. So, Feierabend. Haut rein. Lasst euch gut gehen. Bleibt gesund. Tschüsschen. Ich habe übrigens jetzt erst geschickt, ne, warum der Finger hier so ist. An der Hand. Man kann nämlich dann doch die Szene nachstellen. Ne? Wie hier im Hintergrund hier. Zack, zack, bastel, bastel. Kann er hier schön so, zack, das Ding da zusammenlöten oder hin und her und super ist. Aber das, weißt du, und ich bin echt, man sollte sich das mal vorher dann angucken. Aber guck mal, hier kann er schön, deswegen war der Finger nämlich so komisch. Kann er nämlich schön hier diesen Werkzeugstift oder was auch immer das ist,
schön so dazu packen. So, aber es war ja klar, dass nach der Verabschiedung noch was kommt und das war ja wichtig. Von daher, ne, wisst ihr jetzt Bescheid, ich lasse Luke hier weiter basteln. In diesem Sinne jetzt aber, tschüss gesagt, jetzt ist hier echt Feierabend. Ich weiß auch gar nicht mehr, der kann gar nicht mehr stehen, ich muss noch Fotos machen eben. So, tschüss.